Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr das Port Forwarding bzw. die Port Weiterleitung bei eurer pfSense Firewall machen könnt. Wir fangen an. Zunächst öffnen wir unseren Browser, melden uns einmal in der pfSense an. Das habe ich schon einmal getan. Und dann müssen wir nur einen Schritt machen und dann ist das Port Forwarding sogar schon eingerichtet. Das heißt, wir gehen einmal auf Firewall, dann auf NAT. Und dann habt ihr hier direkt Portweiterleitung 1.1 ausgehend NPT stehen. Wir brauchen Portweiterleitung, gehen auf Hinzufügen. Und dann haben wir einmal die Übersicht. Dann ist es recht einfach, ihr tragt einmal die Ziel-IP-Adresse ein. Als Beispiel, ihr habt NAS und möchtet das gerne von extern gangbar bekommen. Das heißt, ihr macht dann hier die IP-Adresse rein. Schreibt dann den Port rein. In dem Normalfall ist es bei Synology immer der Port 5001 und bei QNAP fast immer Port 443, wenn ihr den nicht selber ändert. Ihr könnt ihn natürlich unabhängig immer ändern, das ist gar kein Problem. So, hier brauchen wir auch noch Port 443, Port 443 oder ihr schreibt halt hier jeweils HTTPS wählt ihr aus. Je nachdem, wenn ihr halt einen speziellen Port wollt, könnt ihr einfach andere und dann hier reinschreiben oder halt HTTPS auswählen. Ich habe es diesmal manuell reingeschrieben. Hier oben muss One Address stehen, das heißt, da steht alles schon fertig richtig da und ihr müsst eigentlich nur die Ziel-IP-Adresse und die Ports nehmen, die ihr braucht. Dann schreiben wir jetzt einfach rein HTTPS NAS-Weiterleitung. Gehen dann einmal auf Speichern. Gehen nochmal auf Speichern. Und nun ist der Eintrag drinne und würde jetzt schon funktionieren. Wir können uns das auch kurz angucken in den Regeln. Hier könnt ihr nämlich sehen, dass er nämlich jetzt automatisch die Firewall-Regel anlegt und dann automatisch den Zugriff für den Port 443, also HTTPS, auf die 2.11 umleitet. Und so könnt ihr das mit allen Diensten machen. In meinem Fall hier zum Beispiel Direktfreigabe ist jetzt für VPN. Dann zum Beispiel Port 80 ist für das letzte Encrypt-Zertifikat, dass das automatisiert verlängert wird. Und der Port 4444 ist natürlich in dem Fall für das Aufschalten auf die Firewall an sich. Im normalen Fall ist das auch immer Port 443, aber den solltet ihr immer ändern. So, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!